Schon deine Stimme, Brooke. Wir müssen uns unterhalten. Ich wollte dir nur sagen, ich hatte keine Ahnung, dass sie London für mich aufgeben will. Ich habe einen versteckten Safe im Schlafzimmer meiner Mom gefunden. Darin lag ein Zettel mit dieser Telefonnummer. Es ist kein normales Telefon. Ein komisches Gerät bei meiner Mom in der Handtasche. Irgendwas geht hier vor. Und wir sollten rausfinden, was. Meinst du, Brooke hat das schon gesehen? Brooke? Brooke war doch den ganzen Tag weg. Wo war sie? Wie können sie mir nur sowas antun? Du weißt nicht viel über deine Mom, oder? Über deine scheinst du auch nicht viel zu wissen. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Daniel. Sie konnte Daniel nicht mehr ertragen und auf einmal hängt sie wieder an seinem Arm. Darf ich meine Meinung nicht ändern? Außerdem sieht deine Mom das so wie ich. Deine Mom war ein wunderbarer Mensch und eine Heldin und sie ist tot. Und meine Mom lebt noch und ich kann ihr nicht mehr in die Augen sehen. Ich war doch immer so wahnsinnig sauer auf Dad, wenn er von Mom geredet hat, so als würde sie noch leben. Was wäre, wenn er recht hat?